Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. So, wunderbar. Die Achse noch runter. So. Dann würde ich sagen. Let's go. Hoppala. Komme ich doch da vorne raus, oder? Ja, genau. Ha, guck mal, Deutsche Welle, ey. Sonnenschlecht. Da vorne war das schon der Kollege. Der links, der Kollege, der fährt nämlich dann von uns hinterher. Ja. Jawohl. So. Lukas, als Beifahrer, du steckst ja in der Tasche da drin. Was ist bei dir denn los? Hoppala, was wäre das denn hier? LKW rammt eine Polizei. Während des Stehens, ey. Toll. So. Geht aber gar nicht, ey. Ja, mal gar nicht. Alter, ist das ein Gerät, ey. Also manchmal. Dann auch hier durch die Stadt durch, ey. Ist schon heftig. Das Schöne ist, wir haben Vorfahrt, ey. Können über Rot drauf. Aber ehrlich gesagt, abgesperrt haben sie aber auch nicht richtig, ey. Bei manchen Straßenecken. Oh, bitte fahr geradeaus. Fahr geradeaus, Kollege. Bitte fahr geradeaus. Oh, Digga, das gibt's doch nicht. Warum will er denn unbedingt jetzt hier rein? Meine Güte, ihr wollt's aber auch nicht ein Grad einfach haben, wa? Ja, jetzt schalte ich freiwillig in den 8. runter. Können wir uns gleich mal angucken. Wenn wir hier im Kreisverkehr hier gleich nämlich noch eine Ding mit. Laterne.
Alter Falter. Ach, mit dem Kreuz. Ach, weißt du was? Da machen wir gerade ein Mondfoto. Passt doch. So, wunderbar. Da haben wir das schöne Kreuz auch fotografiert. Mann, Mann, Mann. Auch eine schöne Aktion, ey. Aber weißt du, was mich mal interessieren wird? Ja. Wenn es mal aber wieder mal einen gescheiten Straßenbahn-Simulator gibt, der mal ein bisschen in die Richtung wie von Lotus da reingeht, ey. Ja. Also. Das wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht, wenn da mal was kommen würde, ey. Ja, glaube ich dir. Weil ich meine, ja gut, der wo jetzt da rauskommen ist, der der Simulator, ich fahre alles schön und gut, aber. Von Wien meine ich jetzt, das ist mit der Wasstraße etc. Aber da fällt ja mir trotzdem was, ne? Also dieses. Ja, ja. Dieses Vollsimulierte da. So wie beim Lotus-Simulator. Da hat man ja gar nichts mehr. Ja. Und langsam habe ich auch das Gefühl, dass ich 60 Euro da rausgepulvert habe und keine Ahnung, was jetzt noch da abgeht, ey. Aber ich bin auch mal gespannt auf nächste Woche. Ja. Wer da mitmacht bei dem TMP. Achso, ja. Bei dem ETS, weil ich habe mal vor, dann einen gebrauchten LKW zu holen, also quasi mein Iveco da noch ein bisschen zu fahren, so wegzuschicken und dann schauen wir mal, was da abgeht. Oh. Boah, Junge, das ist eine knappe Geschichte da, ey. Ich glaube, wir klären mal Trubbelbubbel rum. Dann fängt's an, so wie gestern, so wie letztes Mal im Stream, ey. Eieiei. Geschafft. Knappe Aktion, ey. Passt. So, jetzt hauen wir mal ein Tempomat rein. Fahren wir, sag mal, auf die 60. Gucken wir, dass da auf jeden Fall mal nichts passiert. Ein bisschen außen was zeigen. Ne? So. Oh, Junge, was ist denn mit dir los hier, ey? Kannst du mal fragen, was das da soll? Ach, das ist doch wieder zu...
Warum bremst denn der Idiot da vorne? Junge, du hast 60 auf der Out. Och, das ist doch zum Kotzen, ey. Was? Kriegen die da überhaupt mal irgendwas hin? Mann. Das soll Spaß machen und nicht einfach mal ausweichen und dann wieder in einen reinfahren, ey. Ganz ehrlich, da frage ich mich echt mal, was die da programmieren, ey. Bei einer Auffahrt, ey, also... Junge. Ich verstehe es nicht. Also da frage ich mich mal manchmal, was SCS da manchmal für Sachen macht, ey. Ja, super. Sowas von unnötig, echt so eine Unnötigkeit da. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das auch so findet. Also das ist halt die Situation, die wir gerade da hatten. Keine Ahnung. Ich meine... Na. Was? Schaden. Ey. Super Transport. Ey. Das macht dann wieder so keinen Spaß. Es ist doch wieder Katastrophe. Ey. Für eine Sache, wo du überhaupt nichts kannst. Ey. Keine Pluspunkte für sowas, ey. Kriegst du höchstens noch ein paar schöne Abzüge. Ein Führerstand, dann kannst du auch sagen, hier echt. Nix gelernt, voll verpennt. Noch da, Lukas? Ja, ja. So. Ich hab grad mal gucken, wie viel. Ach, 207 Kilometer noch. Eieiei. Wechsel voraus, okay. Auch sehr interessant, wo wir jetzt gleich drüber fahren. Ich knappe Geschichte, dass ich in der Spur noch bleiben will, ey.
Was meinst du, wenn ich da den Tandem-Führerschein da versucht zu machen für ETS? Eigentlich ganz gut. Na, meinst du, ich pack das oder ich pack's nicht? Du packst das! Oh wow, wir kommen wieder zu der Stelle, wo ich mich hier mit hängen geblieben bin. Oh, bloß ab hier, ey. Ah, ich kann einfach nicht widerstehen. Ich kann nicht aufhören. Im Tunnel, ey. Tut mir leid. Da muss ich die Fanfare loslassen. Das ist so ein nervöser Scania-Zug da, weißt du so. Der muss raus. Ei. Muss jetzt in die Nacht gleich in die Dunkelheit rein. Erstmal richtig schön das Getriebe rattern lassen, ey. Schön. Boah, Mann, das war eine knappe Geschichte, ey. Weißt du, da wo wir die letzte ETS-2-Woche gefahren sind, habe ich ja auch mal gesagt, mit dem Baumaschinentransporter in Arcada oder bei Madrid. Das wird auch nochmal sehr spannend, wenn du von dort aus immer ein paar Touren fährst. Kommst du nämlich auch komplett in Deutschland rum. Ach, das heißt in Deutschland auf der Welt, ey. Boah, Junge. Das wird was. Aber hast du schon mitbekommen, ab nächster Woche die neue LFM losgeht? Lukas? Hm? Ab nächste Woche geht dann auch die neue LFM los. Neue Season 13, ja. Oi. Naja, wenn ihr das Video schon anguckt, dann ist es schon aktiv, aber... Also. Dann sage ich ja, das ist ja... Ja, wie gesagt, Justin ist halt ein stiller Beifahrer, der sitzt in der Dasche drin. Konzentriert hier, der Bu. Wieder da vorne, so komisch. Junge, was ist mit dir los, ey? Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass die KI nicht weiß, was sie macht. Hm.
Boah, Junge, ich hab. Also, das mit dem Schalten ist auch wieder so komisch, ey. Oh, ist aber Seitenwind haben wir jetzt. Jetzt wird aber spannend, ey. Jetzt wollen sie es aber wissen, ey. Mal lieber. Wer weiß, was der vorne da wieder klar macht. Ja, wir müssen ja nicht durch die Mauer, wir müssen ja einfach geradeaus weiter. Boah. Ich will dich nicht absäbeln, ey. So, und dann haben wir nach der Tour auf jeden Fall noch die Rückfahrt vor uns. Das heißt, ab Neusatz. Neusatz. Wie es da heißt. Aus Serbien rausfahren Richtung Mannheim. Dann satteln wir nämlich da mit dem LKW um. Und ja. Dann bin ich doch da auch mal gespannt, wann wir dann unseren ersten Gliederzug, unser Tandemfahrzeug da nämlich bekommen. Was wir da nämlich dann auch mit World of Trucks, was wir da mit den normalen Frachtbörsen fahren dürfen. Also ich hätte ja, mein Wunsch wäre es eigentlich gewesen, dann mal einen Iveco-Tandem zu fahren. Aber ich glaube, sowas gibt es gar nicht, ey. Wäre auch gar nicht mal so schlecht. Also wie gesagt, schreibt mal unter den Kommentaren, ob es einen Modder dafür gibt, der wo mir mal vielleicht ein Iveco, extra speziell für ein Iveco, einen Tandem-Gliederzug vielleicht machen kann. Das wäre nice, das wäre eine richtig schöne Sache, weil wie gesagt, ich fahre alles an LKW. Davon bin ich ja nicht abgeneigt. Fährst gegen die Wand, wenn da kein KI-Fahrzeug steht. Junge, also du musst doch wirklich was an der Waffel haben, ey. Kein KI, aber voll. Ach, Junge. Da verstehe ich manchmal echt die Leute nicht, dieses Programmieren. Komm schon. Boah, in den Sonnenau. Geil, also auch mal mit. Da muss man jetzt noch schnell ein Foto machen. Das sieht ja auch mal geil aus, ey. In den Abendrot rein. Boah, Digga, das ist doch was hier. Zack. Das gefällt mir. So, da hinten dürften wir schon. Ja, genau, da hinten ist schon unsere Abladestation, das passt. Bei der Firma da hinten im Böppelschädel.
Also an sich von der Strecke hat mir das ja sehr gut gefallen, bis auf der Verbremser von dem da, von unserem Begleitfahrzeug, Front, fand ich nicht so schön, warum auch immer. Ist mal schön, wieder so ein Industriekondensator mal durch die Gegend zu fahren. Und ja, Freunde, falls euch das mit dem Spezialtransport gefallen hat oder ihr gerne auch die Fragen mit dem Modder für einen schönen Tandem-LKW kennt, würde ich mich gerne dazu freuen, ja, wenn sich da jemand meldet. Und ja, die Sonne geht unter, der Mond geht auf. Ja, jetzt mal der Warnblinker da an. Dann schauen wir mal das, dass wir das gescheit eingepackt bekommen. Hab mal gerade mal ein Viertel von unserem Tank verballert, ey. Du parkst da, alles klar. Ich bedanke mich auch dich an dir, Kollege. Naja, ein Begleitfahrzeug, wir waren fast da. So, fahren wir mal mit der Spur. Gucken wir mal, ob wir da gleich mal reinkommen. Oh! So ist es also. Ja, moin, du stehst auch noch dumm rum in der Gegend da. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. So, da vorne soll man rein. Das sind unsere Warnquarkbahn. Ja, die quaken schon. Bahnebark, hier rein. So. Geblinke schon mal ausmachen. Was heißt, er verabschiedet sich schon mal. Ah, der Kleine ist zurück. So. Ja, Leute. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gefallen wie mir. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal, wenn es dann heißt, mit dem schönen, mit der Rückfahrt von Saus und von Neusatz. Ja, genau. In dem Fall, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.